Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Sekiro. Wir befinden uns in einem Ashina-Umland, wo ich hingegangen bin. Da ich ja erfahren habe von den beiden da unten, dass der hier oben kein Feuer mag. Jetzt sehe ich gerade, ich habe gar keine Geisterembleme für mein Flammenrohr. Egal, dann machen wir erstmal hier unten die. Ja, das ist auch ein kleiner Koloss, ey. Okay. Nein! Wie weit kann der denn springen, ey? Ganz im Ernst. Wie weit springt der denn? Krass. Eben nicht gedacht. Okay, das war's. Schade, schade. Oh, aber das war eine coole Technik eigentlich. Ich konnte ihn relativ schnell, bevor er irgendwas macht. Das probieren wir gleich nochmal. Können wir einfach reingehen in den nochmal? Versuchen wir mal. Okay, einfach nur Action auf ihn draufballern ist anscheinend nicht. Versuchen wir mal anders. Oh. Okay, das war dumm. Okay, das war richtig dumm. Ich dachte, wenn man vielleicht mit Schnelligkeit das macht, dann kann man das ordentliches Wett machen. Kann man aber gar nicht. Oh nein! Mist! Okay, aber eventuell kann man das so machen. Das war wirklich bescheuert. Okay, ich weiß nicht, wie oft ich dieses mit der Drachenfäule machen kann, aber mein Gott, oh Gott. Ah, ich bin doch schon weggekommen, ey. Konnte ich mich da reinkriegen jetzt, ey? Vorsichtiger sein, dann kriegen wir es gleich hin. Nein! Oh! Weg!
Oh. Ja, weg, 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 weg. Wow. Aber wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Ich hab ihn bloß nicht ganz so dumm anstellen. So, Affe. Ich hoffe, das war's für dich. Aktuell besitzt der Wolf 2 Perlen. Shinobi-Medizin Rang 1. Eine latente Fähigkeit, die Heilwirkung von Erholungsobjekten erhöht. Medizinisches Wissen ist für das Überleben eines Shinobi unverzichtbar, da Wunden im Kampf unvermeidlich sind. Der einzige Weg, solche Techniken zu lernen, ist wieder und wieder von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Wow. Harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Hat auch ein bisschen gedauert, gebe ich zu, aber egal. So, gibt es hier irgendwas Cooles für mich? Außer so ein Hyopai, der mich umbringen will. Okay. Boah, du Affe. Danke. Noch mehr da oben? Hat er irgendwas beschützt hier oben? Egal, nehmen wir es mal mit. Mibu, okay. So. Gut, aber ich dachte, man kriegt hier irgendwas Besonderes oder so. Aber anscheinend nicht. Man kann wahrscheinlich einfach nur noch. Die Tür kann ich nicht aufmachen, aber ich kann da hoch. Nachtschwalben-Perlenrohr. Auch, hätte ich mal lesen sollen gerade. Fällt mir gerade ein. War noch irgendwas? Kürbissamen. Ah, cool. Dann können wir unser Getränk ja noch verbessern. Das ist gut. Eine Wache. Lass uns auch kurz ein bisschen hier rumgehen und gucken, wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe. Ich glaube aber allerdings nicht. Also sind schon einige Wachen da unten. Okay, also den Dicken müssen wir anscheinend ja nicht nochmal besiegen. Deswegen macht es doch Sinn, uns einfach nochmal da hinten, ja. Wir werden uns da hinten nochmal auffrischen, rasten beziehungsweise. So. Das macht am meisten Sinn. Hoch da. Zack. Obwohl, vielleicht gehen wir einmal zurück und besuchen einmal unser Ort, damit wir den Maroden Tempel, damit wir unsere Kürbiskerne nochmal benutzen können. Haben wir gleich ein besseres Getränk. Macht vielleicht Sinn. Das ist doch eine gute Idee. Boah, jedes Mal ein Stückchen weiterkommen. Haben wir geschafft, so ein bisschen. Schwert wegpacken. Wo ist sie hin? Na, jetzt mal rein zu ihm hier. Ach, sie sitzt hier drin. Was macht ihr da? Oh, ich habe euch gar nicht bemerkt. Der Bildhauer hustet Blut. Ich habe eine Probe seines Blutes für meine Drachenfäuleforschung genommen. Eine Probe seines Blutes? Ja, das von ihm ausgehustete Blut. Die Farbe des Blutes sieht verunreinigt aus. Stagnierend, aber... Das Blut des Bildhauers allein reicht nicht aus, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Kann ich irgendwie helfen? Ja. Bringt mir Proben des Blutes, das von anderen Erkrankten mit Drachenfäule ausgehustet wurde. Wenn ich mehr davon habe, kann ich mehr über diese Krankheit herausfinden. Wenn ich auf weitere Opfer der Drachenfäule treffe, frage ich sie. Danke. Okay, Kürbis kam. Oh, das ging ja einfach. Den mehr habe ich nicht. Auf Wiedersehen. Wollen wir hier mal kurz reden? Du bist auch hier? Es ist heute viel los hier. Na, mehr haben wir auch nicht. So. Na gut, das haben wir. Dann können wir theoretisch schon wieder zurückreisen dahin. Fähigkeiten erwerben? Ne, haben wir nicht, ne? Gut, dann reisen wir.
Wir reisen nochmal ins Aschina-Umland. Jetzt, viele sollten ja nicht mehr sein. Beziehungsweise den großen, glaube ich, muss man nicht nochmal machen. Das wäre ja Quatsch. Aber, oh, gucken wir mal. So, aber ich will auch nochmal direkt... Guck mal, Rasten brauchen wir nicht, weil wir gereist sind. Markieren wir die beiden noch einmal kurz da. So, dann gehen wir da oben hoch. Ich glaube, dieser Weg war am leichtesten. Beziehungsweise am leichtesten kann ich nicht sagen, aber leichter. War ich wahrscheinlich ein bisschen zu gierig. Hätte mal leiser killen können. Was ist denn für ein Lärm da? Kann ich sie auch killen? Nee. Alter, was sieht denn für eine Tante? Was will sie? Kann ich ihn runterschicken als Opfer? Dann ich weiß nicht, ob ich sie killen sollte. Ich hab sie einfach mal gekillt. Das ist wahrscheinlich die Alarmschläge. Okay. Da unten nehmen wir schon zweimal. Gut. Eisenschrott. Da ist er. Das war echt schlecht. Aber wir haben auch schon einiges erreicht heute, aber wieso darf ich den nochmal auferstehen? War's jetzt. Ach ja. Ärgerlich, ärgerlich. Aber naja. Ich glaube, ich bin zu forsch. Ich darf nicht so schnell. Ich muss es taktisch klug angehen. Und ich gehe es taktisch unklug an. Das gebe ich zu. So. Ah, müssen wir ganz hier hinten anfangen. Das macht nichts. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier hinten nochmal anfangen. So, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die draußen killen, einen nach dem anderen, ohne dass es jemand mitkriegt, ne? Also was wäre der schnellste Weg, ist ja die Frage. Der unten, der kann mich ja sehen von da unten wahrscheinlich. Oh. Hat irgendwas gehört? Weiß aber noch nicht, dass ich das bin.
Warten wir kurz. Den unten müssen wir alleine gegen kämpfen. Funktioniert so nicht. Okay, jetzt haben wir noch den Typen da unten, ne? Beziehungsweise, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Oh, läuft er doch. Genau, den müssen wir uns ranschleichen und killen, weil ich glaube, dann haben wir schon mal einen Punkt von ihm weg. Wenn wir das hinkriegen irgendwie. Oh. Oder ist halt nicht so gut anschleichen. Mann! Mann. Blöd. Okay, aber das war eigentlich ganz gut, die Außen so rum auszuschalten. Und dann weiterzukommen, ne? So, er läuft da unten immer noch rum, der General.
Was ist der Propper? Wahrscheinlich, ne? Mal gucken, wo wir ihn am besten erwischen können. Wo ist er denn jetzt? Er steht da unten direkt. Kann ich da runterhüpfen und ihn angreifen? So, ein Stich kriegst du von mir. Oh nein! Nein! Was soll das denn jedes Mal, dass er so schnell ist? Verdammte Axt! Oh, es gibt doch keinen. Der will angreifen, Leute. Oh nein! Gibt's doch gar nicht, ey. So! Oh. Keine Glanzleistung, aber er ist tot. Oh. Gut, war wirklich keine Glanzleistung, gebe ich zu, aber es hat seinen Zweck erfüllt und er ist auch dead. Toter kann man nicht sein, glaube ich. Perfekt. Puh. Ah, ist hier drin? Göttliches Konfetti. Konfetti mit göttlichen Segen zur Verbannung von Erscheinung. Okay. Halt. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Was? Kopflose können... Hört sich irgendwie uncool an. Gut, gehen wir erstmal noch nicht hier weiter. Das hört sich noch irgendwie... Da bin ich auch zu beträchtigt von meinem Leben. Hier hätte man auch längs gehen können wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Okay, da komme ich ja nicht einfach so rüber, wie ich sehe. Hm. Kann ich nicht festhalten? Also irgendwas muss es da ja geben. Ich habe mir Angst, dass ich irgendwo runterstürze, aber naja, dann stürze ich halt, ne? Probieren wir es mal aus. Ah, okay, da unten ist auch irgendwas. Aber wie soll man denn da runterkommen? Schön, dass er da rüber.
Ich glaube, da kommen wir nicht einfach so rüber. Da muss ich jetzt ein... Oh, das bringt... Ich dachte, man könnte zurückspringen. Das konnte man wohl nicht. Wie ärgerlich war das denn? Aber jetzt sind wir hier drüben, das ist natürlich gut. Gut, dann lass uns doch mal hier zurückgehen. Geht's da hinten noch irgendwie weiter? Schauen wir. Eine Sandsäcke davor, da geht's nicht weiter. Hier muss man ja bestimmt irgendwie rüberkommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Da kommen wir mal runter. Sehr gut. Hügelchen, yes. Setze ich jetzt aber noch nicht ein. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Perfekt. Sehr gut, ja gut. Weiter sind wir nicht gekommen. Ist zwar nicht jetzt so weit gewesen, aber wenn ihr wollt, seid beim nächsten Mal dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.